Warum hat Snape Voldemort nicht getötet, als er die Chance dazu hatte? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Snape ist ein sogenannter Doppelagent, was bedeutet, dass Snapes Loyalität für die Dauer der Bücher und Filme für viele immer noch sehr unklar war. Jede Seite glaubte einen Verbündeten zu haben, doch später stellte sich heraus, dass Snape trotz seiner zweifelhaften Vergangenheit durch und durch gut ist. Das bedeutet, dass er viele Gelegenheiten gehabt hätte, Voldemort anzugreifen, als dieser noch in seiner schwachen Form lebte. Snape gehörte zum inneren Kreis der Todesser und der Zugang zu Voldemort wäre für ihn ein Kinderspiel gewesen. Snape ist einer der mächtigsten Zauberer einer gesamten Zaubererwelt und einen geschwächten Voldemort zu vernichten wäre für ihn wohl kein Problem gewesen. Warum also nicht? Warum Voldemort erlauben, seine volle Macht zu erlangen? Sicher, ein Angriff auf Voldemort würde ihn wegen seiner Horcruxe nicht vollständig töten, aber wenn Snape Avada Kedavra auf Voldemort angewandt hätte, dann hätte er ihn zumindest seiner physischen Form beraubt, was es einfacher gemacht hätte, mit ihm fertig zu werden. Die Zeit, in der Voldemort keine körperliche Form hatte, hätte genutzt werden können, um die restlichen Horcruxe zu jagen und zu zerstören. Erstens war Voldemort schon einmal in eine körperliche Form zurückgebracht worden und das konnte leicht noch einmal wiederholt werden. Vor allem, weil Voldemort, nachdem er seine körperliche Gestalt wiedererlangt hatte, seinen Todessern auf dem Friedhof eine lange Rede darüber gehalten hat, wie es gemacht wurde. Als er das erste Mal seine körperliche Gestalt verlor, war die Lage etwas schlimmer und deshalb dauerte es so lange. Da die Todesser nun wussten, wie leicht es für Voldemort war, wieder eine körperliche Form anzunehmen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Snape impulsiv handeln und Voldemort töten würde. Denn was würde das bringen? Das erste Mal hat es Jahre gedauert, aber jetzt könnte innerhalb von einer Woche seine körperliche Gestalt wieder angenommen werden. Wäre es das wirklich wert, seine Tarnung auffliegen zu lassen für Snape? Ihn zu töten wäre außerdem eine gefährliche Mission, die ihn möglicherweise das Leben kosten könnte, wenn etwas schief geht. Ein Attentat ist keine leichte Aufgabe, vor allem nicht auf den Dunklen Lord selbst, der sich mit scharfen, schützenden und loyalen Todessern umgibt. Es wäre selbst für Snape riskant und es besteht immer die Möglichkeit, dass Voldemort den Anschlag kommen sieht. Voldemort ist ein Meister der Legilimentik, das heißt der Kunst, auf magische Weise in den Geist eines anderen einzudringen und dessen Gefühle und Erinnerungen zu entlocken. Ja, Snape ist ein Meister der Oklumentik, was bedeutet, dass er seinen Geist vor der Legilimentik schützen kann, und zwar sehr effektiv, aber jemanden zu töten, insbesondere mit dem Tötungsfluch, erfordert eine Fülle von Gefühlen und es ist schwer vorstellbar, dass ein Meister der Legilimentik wie Voldemort diese nicht erkennt. Meine Theorie ist also, dass Voldemort die Emotionen nicht erkennt, die Snape haben müsste, um den Tötungsfluch zu nutzen, was die Mission unglaublich gefährlich machen würde. Hätten Snape und Dumbledore dies für plausibel gehalten, hätten sie die Mission sicher schon früher in Angriff genommen. Der letzte Grund, warum Snape Voldemort nicht getötet hat, ist, dass sein letzter Horcrux, der Horcrux in Harry, von Voldemort selbst zerstört werden muss. Damit Voldemort wirklich vernichtet werden konnte, war es unabdingbar, dass Voldemort selbst derjenige war, der seinen letzten Horcrux zerstörte, was bedeutete, dass es zwingend notwendig war, dass er in irgendeiner Form eine körperliche Gestalt behielt. Hätte Snape Voldemort vorzeitig getötet, hätte er das Unvermeidliche nur hinausgezögert. Hierzu kommt, dass Snape, obwohl er zum inneren Kreis beider Seiten des Kampfes gehört, von vielen Dingen, die hinter den Kulissen passieren, nichts weiß. Er weiß nichts über die Beziehung zwischen Harry und den Horcruxen und das liegt daran, dass Dumbledore sehr vage war, als er seine Pläne mit ihm besprach. Snape weiß auch nichts von der Verbindung zwischen Harry und Voldemort, als Folge von Lillys Opferung. Er weiß nur, dass Dumbledore überdeutlich gemacht hat, dass Voldemort derjenige sein muss, der Harry tötet. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.